Ich bin die Sabrina, bin 22 Jahre alt und bin jetzt frische Vermessungsingenieurin und habe davor auch schon eine Ausbildung zur Vermessungstechnikerin gemacht. Warum hast du dich nach der Schule zunächst für eine Ausbildung entschieden? Ja, also ich habe erst mal lange gebraucht, bis ich wusste, was ich machen will und konnte mir dann entweder eine Ausbildung vorstellen zur Vermessungstechnikerin, weil ich eben wechseln wollte zwischen Innen- und Außendienst und nicht nur irgendwo drin sitzen wollte. Dachte ich, bewerbe mich nur darauf, weil das ist nur das, was ich mir vorstellen kann und ansonsten mache ich das technische Gymnasium. Und dann hat es geklappt mit der Ausbildung und dann dachte ich, ja, warum nicht? Man kann danach ja immer noch weitermachen. Was fandest du denn ganz besonders toll an deiner Ausbildung? Ja, toll fand ich, dass einem viel Vertrauen gegeben worden ist und dass ich einfach ab dem zweiten Lehrjahr schon allein in Außendienst konnte, mit dem VW-Bus raus, noch einen Azubi mitgeschnappt und dann haben wir da einfach vermessen und es hat eigentlich immer Spaß gemacht. Du hast jetzt ja nach deiner Ausbildung noch studiert, deine Bachelorarbeit hast du vor wenigen Wochen abgegeben. Was hast du denn genau studiert und inwiefern hat sich das von deiner Ausbildung unterschieden? Also der Studiengang heißt Vermessung und Geoinformatik und in der Ausbildung, da hat man nur was über Vermessung gelernt, also eher weniger Geoinformatik. Vermessung, da habe ich einfach noch einen tieferen Einblick bekommen, was alles so dahinter steckt, wie die Rechenverfahren sind, was die Geräte überhaupt alles können, wie das mit den ganzen GPS-Satelliten ganz genau funktioniert, was man alles beachten muss und auch eben noch die Geoinformatik-Schiene, wo wir dann Programmieren gelernt haben oder irgendwelche hochkomplizierten Bildauswertungen, dass man nachher ein 3D-Modell erhält und ja, man hat einfach einen tieferen Einblick und so einen Hinterblick hinter das ganze Geschehen bekommen. Würdest du sagen, dass dir die Ausbildung bei dem Studium geholfen hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hätte es ziemlich schwer gehabt so in den ersten zwei Semestern und ich wüsste auch nicht, ob ich es dann weitergemacht habe, weil man muss erstmal so reinkommen, aber durch die Ausbildung hatte ich die volle Motivation und hatte auch voll das gute Hintergrundwissen und dadurch ist es mir wirklich viel einfacher gefallen. Muss man denn gut in Mathe sein, wenn man Vermessung studiert? Ja, also eine 4 sollte man jetzt nicht gerade haben, man sollte schon gut sein. Aber es gibt ja Mathe-Vorkurs und man hat dann auch in den ersten zwei Semestern Mathematik und ich denke, wenn es einem einigermaßen Spaß macht und man einigermaßen gut ist, dann kann man das schon machen und kommt auch mit. Was kann man denn mit dem Studium anfangen am Ende, wenn man fertig ist? Also man kann in vielen Bereichen arbeiten. Das Typische, was man kennt, ist der Vermesser an der Straße mit seinem Instrument. Man kann aber auch in die Industrie gehen, kann da irgendwelche Qualitätssicherungsmaßnahmen machen durch Vermessungen, zum Beispiel im Flugzeugbau oder in der Automobilindustrie. Ich kenne aber auch jemanden, der zum Beispiel beim Landeskriminalamt in Stuttgart schafft. Da macht man dann beispielsweise Tatortvermessungen. Also bei Städten, bei Landratsämtern, bei Baufirmen, also in ganz vielen Bereichen eigentlich. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Du bist jetzt ja fertig mit dem Studium. Genau. Ich habe mein Praxissemester bei einer Baufirma gemacht und werde jetzt auch noch dem Studium wieder hingehen und freue mich jetzt schon aufs Arbeiten. Was glaubst du denn, machst du in 10 Jahren? Ja, also ich hoffe, dass ich natürlich immer noch bei der Baufirma bin, dass ich irgendwie so ausbildungstechnisch arbeiten kann, also mein Wissen an jemand weitergeben kann und dass ich immer noch so viel Spaß an der Arbeit habe, wie ich es jetzt habe. Welche Charaktereigenschaften muss man deiner Meinung nach mitbringen, wenn man Vermessung studieren möchte? Man sollte strukturiert sein, das hilft einem auf jeden Fall sehr viel weiter und auch ein räumliches Vorstellungsvermögen haben. Also mein Tipp an euch, macht eine Ausbildung davor, weil da bekommt ihr super Einblicke in den Beruf und dann habt ihr auch viel mehr Motivation, in das Studium zu starten.